Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und heute bekommst du ein richtig großes XXL-Special-Video, bevor ich in die große Sommerpause gehe. Dich erwartet in diesem Video das größte Konzert bisher in Hamburg und zwar in dieser wunderschönen Location. Das ist die altehrwürdige Leishalle, die unter anderem mit zur Elbphilharmonie gehört. Was ich nicht wusste, sie ist zwar an einem ganz anderen Ort, aber auf meinem Vertrag stand Elbphilharmonie und somit hat sich so ein kleiner Traum für mich schon mal manifestiert. Ich nehme dich auf jeden Fall gleich mit nach Hamburg und wir gehen jetzt erstmal nach Hannover, denn da haben wir eine Kanufahrt gemacht und haben einen Biber getroffen und dieser Biber ist mit uns im Kanu geschwommen. Also nicht im, sondern neben dem Kanu. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Einblick und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Diese Kanufahrt war tatsächlich etwas Besonderes für uns. Schon vor ein paar Jahren wurde ich eingeladen zu dieser Fahrt von einem ganz besonderen Menschen, der auf unserer Konzerttour war. Und jetzt ließ es sich zeitlich endlich einbauen und wir freuten uns sehr. Wir entdeckten Hannover vom Wasser aus. Und dann tauchte dieser Biber auf. Und er begleitete uns, was Biber normalerweise nicht so tun, für über 10 Minuten. Er schwamm einfach neben uns, wie ein kleiner Delfin, der das Boot faszinierend findet. Und wir bestaunten ihn. Nach dieser wunderschönen Fahrt im Kanu haben wir uns erstmal ein bisschen entspannt zum Frühstück begeben. Und wie du vielleicht weißt, auf Tour lieben wir es, kulinarisch alles auszuchecken, was Städte zu bieten haben, vorwiegend im veganen Bereich natürlich. Und deswegen nehme ich dich dahin mal ganz kurz mit, schau dir das an. Ich liebe es, auf Tour feinstes Essen zu entdecken. Und manchmal denke ich mir, ich könnte einen kulinarischen Reiseführer eröffnen über die vielen Restaurants, die wir mittlerweile in allen Städten kennen. Doch hier in den Bildern kannst du dich ein bisschen daran erfreuen, dass wir was für Schönes entdecken. Was danach passiert ist, war gigantisch. Wir haben ein Fotoshooting geschenkt bekommen und zwar von Nina. Und diese Bilder, die sie mit uns gemacht hat, sind die mitunter schönsten Bilder, die ich überhaupt bekommen habe. Und sie hat es in so einer Leichtigkeit, in so einem Flow nebenbei eingefangen, dass ich dich ganz kurz mitnehme in das Fotoshooting und dann siehst du aus der Session noch so ein paar Bilder, die dir bestimmt noch öfters mal über den Weg laufen werden. Und ich danke Nina von ganzem Herzen für deine Power, für deine Hingabe, für deine Liebe und dass du Teil der Family bist. Viel Spaß bei dem Einblick. Das Besondere an der Begegnung mit Nina war, dass sie sich ganz spontan bei mir meldete und fragte, ob ich nicht Lust hätte auf eine Fotosession in Hannover. Und als sie dann da war, hatten wir das Gefühl, als wäre sie schon immer da gewesen. Mit ihrem Gefährten gemeinsam hatten wir so wunderschöne Stunden und sie fotografierte mein gesamtes Team und alle Leute um uns herum und wir alle haben so schöne Erinnerungen davon. Wenn du sie besuchen willst, dann schau auf ihrer Homepage vorbei und lass dir ein paar wunderschöne, einzigartige Bilder von ihr kreieren. Danke, Nina. Und dann hat das große Konzert begonnen. Das Konzert in Hannover im Leibniz-Saal. Ein paar Ausschnitte dazu. Fühl mal rein. Das Konzert in Hannover hatte eine so schöne Energie. Die Menschen leuchteten schon alle, als sie reingekommen sind. Somit war mein Job schon fast erledigt. Ich sehe ja meinen Job darin, Menschen an ihre Essenz zu erinnern und sie einfach wieder ein bisschen mehr in ihre Kraft zu führen, an ihre Liebe und an ihre Essenz zurückzuerinnern. Und in Hannover machte das besonders viel Spaß, denn die Leute lachten und freuten sich von vornherein so sehr. Und wir feierten gemeinsam diesen Abend.
In Hamburg wurden wir von unseren lieben Freunden Bodo und Andrea im Sonnenhaus eingeladen zu einem fantastischen veganen Frühstück. Und das möchte ich dir einmal ganz kurz zeigen. Und dann war es natürlich soweit und ich durfte das bisher größte Konzert in Hamburg spielen. Dort waren über 500 Menschen und ich freue mich jetzt noch so, so sehr, dass wir das manifestieren konnten. Nächstes Jahr sind wir wieder in der Leishalle und natürlich kannst du dir jetzt auch schon Tickets holen über die Homepage für die Nepal-Tour. Die Nepal-Tour ist die Never Ending Peace and Love Tour und das ist die große Tour zu meinem kommenden neuen Album mit dem gleichnamigen Titel Nepal. Und wenn du dich dafür jetzt schon anmelden willst, schau gerne auf der Homepage vorbei auf seomusic.de. Doch jetzt gehen wir erstmal zusammen nach Hamburg und genießen die Show. Hamburg ging ein ganz besonderer Traum für mich in Erfüllung. Das größte Seom-Konzert. Und wer hätte gedacht, dass das größte Konzert meiner bisherigen Karriere 1000 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt ist. Dort, wo ich geboren wurde, tief im Süden, im Allgäu. Dort hatte ich immer nur kleinere Konzerte. Natürlich sind in Augsburg die Theaterkonzerte größer, doch Hamburg hat da nochmal alles übertroffen. Und ich danke jedem von euch, dass ihr gekommen seid. Dass wir diesen Abend gemeinsam so feiern konnten. Genieß die Bilder und lass dich mitnehmen. An diesem Abend war ich mehrfach den Tränen nahe. Vor dem Konzert war ich sehr aufgeregt und auch danach pulsierte alles in mir. Ich freue mich so sehr, dass ihr mich begleitet, dass ihr diese Träume mit mir manifestiert, dass ich euch inspirieren darf und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, von Herz zu Herz. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auf Tour. Persönlich, Arm in Arm, von Angesicht zu Angesicht. Musik an und Kopf aus. So viel Freude auf dieser Tour und natürlich geht sie weiter. Es kommt noch ein riesengroßes Konzert in Zürich, wir sind in Eibenstock, wir sind in Wien, wir haben gigantische Theater und sehr große, wundervolle, leuchtende Locations gemietet. Und noch in diesem Jahr, ab September, kannst du mich zum letzten Mal bei der Kraft der Wundertour live erleben. Es ist die letzte Tour zu diesem Album, mit diesen Songs, mit diesen Geschichten, mit diesen Impressionen, mit den Präludien. Und wenn du das erleben willst, dann schau gerne auf der Homepage vorbei. Ich freue mich auf dich, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Sommer. Ich bin ein bisschen raus, wir sind offline. Es gibt noch eine Podcast-Folge, eine ganz, ganz besondere. So findest du Zufriedenheit, ist der Titel. Und bis dahin wünsche ich dir einfach möglichst viel Zufriedenheit und dass du so viel liebst, wie du nur kannst und die Welt in dein Licht tauchst. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du uns begleitest. Danke für deinen Support. Und bis gleich im Spätsommer, im September, wenn wir uns wiedersehen. Peace. Für den Sommer haben wir noch eine spezielle Flasche kreiert. Selbstliebe, Harmonie und Dankbarkeit sind die Wörter und Energien, die darin fließen. Wenn du sie genauso feierst wie ich, dann schau gerne im Shop vorbei und hol dir deine persönliche, eigene Flasche.
im Zeichen des Guten.